Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, der Mai ist auch schon wieder rum und das heißt, meine aufgebrauchte Kiste möchte wieder geleert werden. Und ja, ich zeige euch jetzt die Produkte, die ich im Mai so leer gemacht habe. Ja, und viel Spaß bei dem Video. Fange jetzt erstmal ganz unspektakulär an mit den Sachen, die ich im Haushalt leer gemacht habe. Und zwar, ich greife hier mal neben mich. Ich habe hier mir so ein kleines Tischchen aufgebaut. Habe ich einmal leer gemacht von Dr. Beckmann, den Waschmaschinen-Hygienereiniger. Das mache ich so alle paar Monate mal. Kommt direkt in die Wäschetrommel, in die Leere. Und dann stelle ich die meistens so bei 60 Grad und ich glaube 1200 Umdrehungen ein, die Waschmaschine. Und lasse sie halt einmal komplett, 2,5 Stunden meine ich, geht das Programm leer durchlaufen. Dann ist die Waschmaschine hoffentlich auch von innen sauber und die Wäsche fängt nicht an in der Waschmaschine zu modern, wenn man sie mal 1-2 Stunden drin lässt. Und genau, ja, das kaufe ich immer wieder nach bei Bedarf und finde das gut. Dann habe ich einmal leer gemacht so eine 3er-Packung Schwämme. Die benutzen wir immer, um unsere Pfannen sauber zu machen. Und ja, die werden halt auch regelmäßig ausgewechselt. Und auch die kaufe ich immer wieder nach. Die haben oben auf dem Schwamm so eine raue Struktur. Das greift das Teflon in der Pfanne Gott sei Dank nicht an. Also ich habe da jetzt noch nicht gehabt, dass ich da dicke Kratzer oder was im Teflon drin hatte. Und da die Pfannen gut reinigen, werden die auch immer wieder nachgekauft. Dann mal wieder leer gegangen sind die feuchten Allzwecktücher von Denkmit in der Geruchsrichtung pure Frische. Wenn es mal schnell gehen muss, einmal kurz drüber wischen und alles ist sauber. Wird immer wieder nachgekauft. Das ist auch meine liebste Duftrichtung. Ich stehe nicht so auf diese ganzen Apfelblüte und Granatapfel und ich weiß gar nicht, was es da noch alles. Und diese zitrischen Düfte ist auch nicht so meins. Deswegen kaufe ich eigentlich immer nur pure Frische nach. Habt ihr jetzt auch schon gerade wieder die neue Packung in Benutzung und ja, die sind einfach klasse. Dann das letzte aus dem Bereich Haushalt sind die feuchten Bodentücher von Denkmit. Die benutze ich immer fürs Bad und für die Küche, also überall da, wo wir Fliesen haben. Boden geht damit super sauber, es riecht angenehm und auch davon... Nein, stimmt nicht. Davon habe ich jetzt keine mehr. Die brauche ich ganz dringend nach. Und wie gesagt, ja, sobald ich das nächste Mal beim DM bin, werden die wieder in den Einkaufskorb wandern. Dann mache ich weiter mit ein paar Sachen, die ich aussortiert habe. Und zwar, den kennt ihr schon aus meinem Flop-Video. Und zwar ist das von P2 aus der Crisp in Color-Reihe. Die Farbe Peach Icing. Da hatte ich mich ja schon in meinem Flop-Video zu ausgelassen. Der schmiert einfach nur, deckt nicht vernünftig und ja, der kommt jetzt einfach weg. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ich wüsste auch nicht, wem ich den jetzt vermachen könnte, weil das Ding will ich ehrlich gesagt keinem andrehen. Und ja, wie gesagt, deswegen kommt er jetzt in die Tonne. Dann ebenfalls aus meinem Flop-Video, kennt ihr auch schon, von Balea, dieses Oil Repair Haarölspray. Absoluter Hustenauslöser bei mir. Macht überhaupt nichts mit den Haaren, finde ich total schrecklich und deswegen kommt auch das in die Tonne. Dann etwas angestaubt. Ich mach das mal kurz. Liegt schon ein paar Tage länger da drin. Und zwar rede ich von dem Lip Scrub in der Geschmacksrichtung Bubblegum von Lush. Das ist jetzt abgelaufen am 19.05. Ich habe es nicht wirklich oft benutzt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so sieht. Ja, es war irgendwie vom Geschmack doch nicht so meins. Vom Peeling-Effekt her fand ich es total super. Die Lippen waren danach super weich. Aber ich habe es regelmäßig wieder von den Lippen runtergespült, weil der Geschmack wirklich absolut nicht meins war. Deswegen ist es auch nicht komplett leer geworden. Ich werde aber nochmal vielleicht bei Lush schauen, ob mir die beiden anderen Geschmacksrichtungen mehr zusagen.
weil wie gesagt, von der Peeling-Wirkung fand ich es echt klasse. Wenn sonst noch jemand irgendwelche Lippenpeelings, Drogerie, Douglas oder was auch immer kennt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da bin ich immer noch auf der Suche, was einen ähnlichen Peeling-Effekt hat und vielleicht aber auch nach nichts schmeckt. Das muss ich eigentlich nicht unbedingt haben, aber von der Peeling-Wirkung fand ich es echt klasse und würde mir eigentlich sowas in der Richtung ganz gerne mal nachkaufen. Dann ebenfalls aussortiert habe ich die Kiehl's Midnight Recovery Eye Creme. Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass ich richtig trockene Stellen an den Augen habe. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich hatte erst vermutet, das liegt an dieser Creme, da sie halt schon ein bisschen länger offen ist. Und deswegen habe ich sie halt nicht mehr benutzt. Die kommt jetzt auch weg. Ich glaube, die habe ich schon über ein Jahr und eigentlich soll man sie ja nur 6 Monate benutzen. Die ist, ich weiß gar nicht, ja, na doch, bis hier kann ich sie, also schon über die Hälfte leer. Von daher geht das einigermaßen. Ja, ich fand sie gut. Die ist ziemlich gut eingezogen. Der Geruch war erst nicht so meins, aber weiß ich nicht, ob ich mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt habe. Aber ja, ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen, weil es jetzt nicht dieses, wow, meine Augen sind mega frisch morgens und ich sehe nicht mehr so abgekämpft aus. Das hatte ich jetzt nicht, aber so an sich eine ganz solide Creme. Dann ebenfalls aussortiert habe ich so ein Abschminkschwämmchen von Ebelin. Das sieht jetzt so erstmal nicht so gebraucht aus, aber ich habe es gebraucht, dann liegen lassen, dann wieder gebraucht, dann liegen lassen und ich weiß nicht, also dafür, ich benutze es einfach zu selten und ich weiß jetzt auch nicht, was da schon für Bakterien drin rumwabern, deswegen kommt das jetzt in die Tonne. Es war von der Benutzung nicht so meins. Und ich würde mir jetzt solche Abschminkschwämmchen nicht unbedingt nochmal wieder kaufen. Eben Schluck Kaffee zwischendurch. Geht immer. Aus meiner super Tasse von Depot übrigens. Falls ihr fragt, die ist von Depot. Lecker Gäffchen. Ja, ich habe jetzt hier nirgends Kaffee. So, ich drehe mein Tischchen hier ein bisschen weiter. Kommen wir zum Thema Haare. Zwar hatte ich euch ja schon, ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu doll, ich halte das mal ein bisschen schräg. Aus meinem Douglas Haul hatte ich euch das gezeigt und zwar von L'Oreal El Vital, die Color Glanz Pflegespülung. Die hat mir so für ja, 2-3 Mal Haare waschen oder Haare Spülung benutzen gereicht. Fand ich ganz gut vom Geruch. Zur Farbpflege kann ich jetzt natürlich nichts sagen, weil ich keine großartige Farbe in den Haaren habe. Aber so an sich fand ich die ganz gut. Und ja, kaufen würdest ihr mir jetzt aber trotzdem nicht. Dann 2 Badezusätze, die ich aufgebraucht habe. Und zwar einmal von TT Sepp, das Meeressalz Gelenk und Muskel. Standard in meinem Haushalt, wird immer mal wieder benutzt und ja, auch immer wieder regelmäßig nachgekauft. Weil es auch super riecht. Oh, der Duft hat, der hat sich in der ganzen Kiste verbreitet. Herrlich. Könnte ich stundenlang dran schnuppern. So, nächstes Produktchen. Dann ebenfalls von TT Sept eine Portion Glück in der Geruchsrichtung Pfirsich-Vanille. Das riecht auch super lecker. Das ist ein super Sommerbad mit so lauwarmem Wasser. Dann dieses Dufterlebnis da rein und es ist einfach echt herrlich, da drin zu baden. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Schaum gemacht hat, ehrlich gesagt. Das färbt das Wasser so ein bisschen ja, in so einem Orange-Gelb-Ton. Fand ich ganz gut. Könnte ich mir auch vorstellen, nochmal wieder nachzukaufen. Entschuldigung. Weil der Geruch war echt angenehm.
Dann habe ich diesen Monat bzw. letzten Monat zwei Pröbchen leer gemacht. Und zwar einmal von Kiehl's das Creamy Eye Treatment mit Avocado. Das hatte ich mal beim Karstadt mir mal mitgenommen, weil ich eine neue Augencreme gesucht habe und die mal ausprobieren wollte. War da jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz so von begeistert. Ich fand die ein bisschen, ja, die war, glaube ich, zu reichhaltig für meine Augen. Die ist nicht richtig eingezogen und ja, also es war ein bisschen zu viel Pflege für meine Augen und deshalb würde ich sie mir auch nicht in groß kaufen. Eine Probe, die ich ganz gut fand und die ich auch nochmal da habe, ist von Clinique das Moisture Surge Extended Thirst Relief, langer Name. Das ist eine Feuchtigkeitscreme, die fand ich echt gut, die hat super Feuchtigkeit gespendet für die Haut, ist schnell eingezogen, riecht angenehm und ja, ich bin froh, dass ich jetzt noch eine Probe davon habe und könnte mir auch vorstellen, sie mir mal zu kaufen. Allerdings habe ich im Moment noch so viel Feuchtigkeitscremes da, dass ich jetzt erstmal mir die nicht kaufen werde, aber es ist durchaus ein Kandidat für einen nächsten Kauf. Dann ein Produkt, wo ich ganz traurig bin, dass es leer ist, und zwar ist es von Rituals, das die Magic Touch Ultra Rich Whipped Body Cream. Die riecht nach Kirschblüte und Reismilch. Komplett aufgebraucht leider. Das riecht so gut. Okay, stundenlang. Das ist ja meine Lieblingsreihe von Rituals, diese Kirschblüte und Reismilch. Ja, ich habe aber aktuell noch eine Body Butter von Body Shop da, noch eine Spray-on Body Lotion und wenn das aber alles mal irgendwie oder eins davon alle ist, wird das hier auf jeden Fall wieder nachgekauft. Allerdings nicht in diesem großen Pot, weil man braucht davon wirklich nicht viel. Es gibt das auch in der Tube und ich würde mir lieber das in der Tube nochmal nachkaufen. Der Pot, der hat echt, da sind 200 Milliliter drin, der hat mir bestimmt so anderthalb Jahre oder über ein Jahr hat er auf jeden Fall gehalten. Weil das ist so eine Bodylotion, nicht für jedes Mal nach dem Duschen eincremen. Das ist so eine besondere halt, die man sich für einen besonderen Tag aufspart. Und deshalb geht sie auch einfach nicht so schnell leer. Und man braucht auch nicht viel davon, weil sie sehr reichhaltig ist. Lässt sich aber trotzdem ganz gut verteilen, finde ich. Und ja, die Haut ist danach echt super weich, riecht total klasse und ja, kann ich echt empfehlen. Das Produkt ist echt super. So, dann geht's weiter mit Masken, die ich aufgebraucht habe. Und zwar einmal den zweiten Teil von meiner Luvos Repair Maske. Die fand ich zu Anfang ein bisschen, ja, sie hat so ein bisschen in die Augen gezogen, also irgendwie, weiß ich, irgendwelche Dämpfe oder was weiß ich. Da treten mir richtig die Augen von zu Anfang und da habe ich gedacht so, naja, gleich wieder runter vom Gesicht. Aber nach so ein, zwei Minuten legt sich das, Gott sei Dank. Und ja, ich habe mir das jetzt so angewöhnt, dass ich immer beim Baden Masken auftrage. Und die dann halt abnehme, wenn ich nach dem Baden mich nochmal eben kurz abdusche. Die hier, ja, würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal wieder kaufen, weil, wie gesagt, anfangs dieses Gefühl, dass einem die Augen so brennen, das fand ich nicht so angenehm und ja, wie gesagt, deswegen würde ich mir die jetzt nicht unbedingt nochmal wieder kaufen. Dann, ich glaube, das ist die Anti-Pickel-Maske von Schäbens. Die fand ich sehr gut. Die war angenehm auf der Haut. Man hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass man eine Maske auf der Haut hat. Und das Gefühl nach der Maske war echt gut. Man brauchte sich nicht unbedingt nochmal eincremen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob sie großartig was für meine gegen meine Pickel gebracht hat. Das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber war durchaus angenehm, diese Maske. Und ja, mal sehen, vielleicht kaufe ich sie mir nochmal wieder, aber vielleicht auch nicht.
Dann die letzte Maske, die ich letzten Monat leer gemacht habe, ist von Merch Spezial die reinigende Maske. Die fand ich auch sehr gut, war angenehm auf der Haut, hat, ja, doch die Haut fühlte sich schon gereinigt an danach und da könnte ich mir auch mal vorstellen, die mir, da, Entschuldigung, Knoten in der Zunge, hier könnte ich mir auch vorstellen, die nochmal nachzukaufen. So, geht doch, meine Güte. Die Wärme steigt mir zu Kopf heute. Dann einmal leer geworden sind die Q10 Anti-Falten-Augen-Pads von Balea. Die finde ich super. Die erfrischen die Augen. Meine dicken Schwellungen unter den Augen nehmen sie natürlich nicht weg. Die werden nicht wieder weggehen. Aber ja, belebt und erfrischt kann ich durchaus bestätigen. Habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Anfangs fand ich das Gefühl unter den Augen ein bisschen merkwürdig. Das sind ja so gelartige Pads, die man dann halt unterm Auge hat. Und ich habe sie mir anfangs auch ein bisschen zu hoch geklebt. Deswegen war es natürlich ein bisschen schwierig mit dem Zwinkern. Das hat man aber hatte ich Gott sei Dank beim zweiten Mal natürlich schon raus. Und ja, wie gesagt, finde ich super angenehm. Habe ich schon nachgekauft. Und jetzt auch gerade für den Sommer finde ich die echt klasse, so als morgendliche Erfrischung mal am Wochenende unter den Augen. Kann ich empfehlen. Dann kommen wir jetzt zu den letzten drei Produkten. Und zwar habe ich wieder einmal leer gemacht von Abtei, mein Biotin. Die, sind das die hochdosierten? Ja, hochdosiert, 10 Milligramm. Habe ich auch schon wieder nachgekauft. Soll meine Nägel ein bisschen stärken. Ein bisschen bringt es auch auf jeden Fall schon, aber ich werde es jetzt trotzdem noch weiternehmen. Wie gesagt, nächste Packung ist bereits im Anbruch und wird weiterhin gerne ja, gegessen, genommen. Also wie viel man das jetzt so sagt. Aber ja, hilft mir auf jeden Fall. Dann jetzt die letzten beiden Produkte und zwar einmal von Wrigley's Extra, die Professional Mint in der Geschmacksrichtung Kirsche. Das ist so eine Limited Edition, wobei ich habe sie jetzt vor ein paar Tagen auch wieder, ich glaube im Rewe oder was gesehen. Die esse ich ja ab und an mal im Auto. Die in Kirsche waren jetzt nicht so meins. Ich habe mir diese hier jetzt wieder in Waldbeere heißen die, glaube ich, die ich sonst immer habe. Ja, Waldbeere. Die finde ich deutlich besser und ja, die waren mal zum Ausprobieren ganz nett, aber irgendwie hat mir dieser Kirschgeschmack nicht wirklich zugesagt und ja, deswegen werden diese hier nicht wieder nachgekauft. Schmeiß weg. So, zu guter Letzt haben wir noch einmal von Alnatura die Quinoa-Pfanne. Die habe ich mal zum Testen mitgenommen. Die Bulgurpfanne mögen wir ja relativ gerne und auch diese Quinoa-Pfanne fand ich relativ lecker. Mein Freund mochte die auch und ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen, nochmal wieder nachzukaufen. Habe ich jetzt, glaube ich, aktuell zwar nicht, aber ja, ab und an mal ist das nicht verkehrt. Ein Produkt habe ich noch vergessen und zwar haben wir aufgebraucht einmal das Ariel Actilift Colorwaschmittel. Das kaufe ich immer wieder nach, habe es jetzt aktuell in einer 28 Waschladungsgröße nachgekauft. Das ist eine riesen Pulle und ja, wie gesagt, kann ich super empfehlen, kaufe ich immer wieder nach, mache die Wäsche super sauber, riecht gut. Und genau, das hatte ich noch vergessen, das ist auch vor ein paar Tagen leer geworden. Und genau, der Vollständigkeit halber gehört es natürlich noch in dieses Video mit rein. Ja, meine Lieben, dann war es das für diesen Monat mit meinen aufgebrauchten Sachen wieder. Die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, werde ich jetzt wegschmeißen und wieder neu anfangen für euch für den Juni zu sammeln. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Hoffe, das Wetter ist bei euch heute ein bisschen besser. Bei uns ist es heute relativ bedeckt, aber gut, ab und zu ist das auch mal ganz gut, eine kleine Abkühlung zu haben und ja, ein bisschen Pause von der Hitze. Ja, genau. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!